Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, und heute geht's weiter mit der Quest Die Rache der Nora, begib dich zum Roten Echo. Wenn euch das Video ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr am Ende dieser Folge freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, ein Like oder auch einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. Aber jetzt würde ich sagen, schau mal weiter. 150 Meter noch bis zum Ziel. Ich hoffe mal, dass wir da gut durchkommen. Weil hier ein Haufen Tech-Dinos rumrennen, sage ich mal. Aber wir haben ja kurz vorher noch gespeichert. Das müsste eigentlich gut gehen. Okay, da haben wir wieder einen Wächter. Relativ schnell ausgeschalten, das passt. Gut so. Okay. So, ich glaube, wir müssen da rüber. Ich schätze mal, dass wir den Weg da hoch müssen. Okay. Schauen wir mal da hoch. Wir sind mittlerweile schon Level 12, kurz vor Level 13. Und ich glaube, dass unser nächstes Ziel mal sein sollte. Ach du Scheiße. Dass wir eventuell mal einen neuen Bogen oder sowas bekommen. Aber jetzt muss ich erstmal den zwei Sägezähne da vorbei. Ach du Scheiße. Wie komme ich denn da jetzt vorbei? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wie soll ich da vorbeikommen? Ich habe eigentlich gar keinen Bock, gegen die zu kämpfen jetzt. Weil wir da wahrscheinlich den kürzeren ziehen. Ich glaube, wenn wir einen pullen, pullen wir alle zwei. Eieiei. Wir müssen genau an denen vorbei. Scheiße. Reicht mir nicht. Eieiei. Ich schaue, wenn ich hier irgendwie hoch kann. Dass wir uns das ersparen können, an denen vorbeizugehen. Vielleicht komme ich ja hier hoch. Aber wie es aussieht, muss ich da an denen vorbei. Oh, ich muss genau den Weg da lang, gell? Ich glaube, ich werde mal hier runter gehen. Was ist denn das da? Plünderer. Hier wimmelt es von Maschinen. Okay. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ich gehe mal hier entlang. Aber wenn ich da hinten vorbeigehe, dann dürften die mich eigentlich nicht sehen. Man muss ja nicht immer alles auf die brutale Art und Weise lösen. Wir gehen hier weiter. Die müsste ich eigentlich gut vorbeikommen, ohne dass die mich sehen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Oh. Lagerfeuer entdeckt. Okay, da sind Menschen. Sind die feindlich?
Nee, die dürften eigentlich nicht feindlich sein. Okay, wir speichern. Und eine Zwischensequenz. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Das will ich mal hoffen, dass dieses beenden... So, okay, wir sind an den Sägezähnen, sind wir vorbei. Sehr gut. Nehmen wir uns noch Medizin mit. So, fangen wir mal an. Räume die Lager. 0 von 3 Lager, okay. Das ist wieder so ein Sägezahn, oder? Lagerfeuer entdeckt schon wieder. Nein, hier ist so ein Feuerbrüllrücken oder irgendwie so. Okay, das ist ein Lagerfeuer, dann speichern wir da gleich mal ab, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Quest ein bisschen länger dauert. Okay, das sind verdorbene Wächter. Vielleicht kann ich die gleich mit einem Nahkampfangriff killen. Okay, der müsste eigentlich genau hier durchkommen. Das heißt, ich könnte mir schnappen. Okay. Hat sich schon mal jemand die Leiche hier angesehen? Was ist das jetzt?
Erledige sie! Nein, bitte stehen. Oh, der gehört zu mir, oder? Kann das sein? Ding schon wieder voll hier alles. Okay, erste Lager wäre geräumt. So, schauen wir doch mal, was es da gibt. Ob es vielleicht irgendwie so ein Lager von dir gibt. Irgendwie ein Ressourcenlager oder sowas. Alles mitnehmen, was geht? Wir haben getan, was getan werden musste. Okay. Die nächsten zwei Lager sind ganz schön weg, muss ich sagen. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ich muss unbedingt, warte mal. Ich werde mal schauen, ob ich nicht ein paar. Mein Tragetaschen, Rohstoffbeutel. Schweineknochen. Stolperfallen-Ding brauche ich noch nicht. Jägerbogen-Köcher, den können wir mal vergrößern, wenn es geht. Brauche einen Schweineknochen. Okay. Trankbeutel. Ne, brauchen wir auch noch nicht. Waffenbeutel brauchen wir auch noch nicht. Ich habe noch nicht viele Waffen. Vergrößern. Outfitbeutel brauche ich auch nicht. Rohstoffbeutel kann ich nicht. Käse lassen auch noch. Was kann man da reinlegen? Sechs Schaden. Okay, würde ich sagen, weiter. Oh, was ist hier? Was Lilanes? Altes Gefäß. Spezial. Was ist das? Set. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das dem Alten lieb und teuer war. Trägt die Ausschrift Miriam. Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Ah, okay. Dann können wir das praktisch verkaufen später. Jetzt gehen wir mal die Gegend ein bisschen ab. Den nehmen wir natürlich gleich mit. Wenn wir mit der irgend so ein komisches Tier anspringen. Teufelsleid. Okay, alte Ruinen entdeckt.
sind schon wieder die komischen Viecher. Wo war denn jetzt das blöde Schwein? Hier. Okay, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich diese blöden Dinge da down mache. Das andere Lager wäre da hinten, gell? Dann lassen wir die erstmal. Vielleicht sehen uns die gar nicht. Weil die werden wahrscheinlich dann kommen, wenn die anderen Alarm schlagen. Ja, ich schaff das geil aus. Das brauche ich später noch. Oh, das sind Plünderer. Der ist echt sauer. So, dann lüten wir die mal. Ja, die gehen auch, die Plünderer, muss ich sagen. Die blöden Sägezähne sind schon ein bisschen krasser. Okay. Machen wir alles voll. So, 84 Meter. Und da wäre noch eine Pflanze. Die holen wir uns natürlich noch. Oh, hier sind noch alte Autos. Okay. Ein Anfang. Mit dem Geld dauern sein müssen, ich sag mal so. Im ersten Kopfschuss schon. So, und schauen wir mal. Da oben ist einer. Oh, leck, hier sind ganz schön viele Gegner. Ich werde jetzt mal den blöden Lurebehälter da abknallen. Normal mit Feuer müssen wir den eigentlich gut erwischen. Ist das eine Leiche? Was ist das?
ist das? Ja. Hier rein. Ein bisschen verstecken. Aber ich glaube, dass unsere Freunde eh schon da sind. Wir sind Feuer. Okay, das läuft schon mal, würde ich sagen. Läuft. Hat jemand was gesehen? Okay, Lager geräumt. Wir haben es geschafft, Herr Schetters. Dann looten wir hier noch alles. Ein blaues Item. So. Einmal voll machen bitte. Hier ist auch noch was. Kein Platz. Oh, Gott. Kein Platz. Okay, wir bauen Pfeile. So, und ab zum nächsten Lager, 200 Meter. Müssten wir eigentlich alles dabei haben? So, jetzt hoffe ich mal, dass die blöden Läufer oder was das da vorher waren, die weg sind. Die spawnen hier ziemlich schnell in dem Spiel, ist mir schon aufgefallen. Oh. Schweinchen nehmen wir mit, wer die brauchen, wa? Genau. Ich bräuchte irgendwie so ein Schweinespawn oder sowas. Wächter haben auch gelootet. Okay. So, 52 Meter müssen wir eh schon im nächsten Lager sein. Da ist es schon. Schau mal vom Fenster her, wissen wir was machen können. Down und wir gehen natürlich, gehen wir gleich hier rein. So, da ist ein Lurbehälter, den werden wir gleich mal wegknallen. Hast du denn nichts Besseres zu tun?
So, ich sehe jetzt von hier auch keinen Behälter mehr. Müssten vielleicht mal darüber gehen. Die anderen kommen schon, unsere Krieger. Da ist ja einer, gell? Oh, guck mal, ey, den treffen wir nicht von da. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Eindringlinge, schlag Alarm! Boah. Boah, Alter. Eieieiei. Okay. Den habe ich jetzt übersehen. Müssen wir praktisch nochmal machen. Müssen wir dann mal schauen, ob wir den nicht mit einem leisen Angriff killen können. Glaubt, das wäre besser. Okay, der müsste eigentlich in der Richtung sein. Da ist einer. Okay. Hier irgendwo müsste das sein. Wächter. Dass die uns nicht zu nahe kommt. Zerstöre den Alarm. Und das hier. Komme ich jetzt hier nicht durch, oder was? Nein. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Da oben ist vielleicht was. Waffen! Das sieht nicht gut aus! Halt mal still, Mensch. Wissen wir, wer bitte Wächter jetzt ist? Suche abbrechen. Ziel gefunden. Ja. Entkommen!
Okay, die tummeln sich alle da oben. Okay, müsste gewesen sein, oder? Yep. Perfekt. So, wir looten. So, begib dich zum höchsten Turm. Okay, Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar lasst. Da lasst ein Abo oder auch ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, jo, sehen wir uns in der nächsten Folge. Boah, geht schon wieder ab. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet ein und dann verpasst auch nichts. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.